Liebe Tuttlingerinnen, liebe Tuttlinger, ich wende mich heute an Sie aus dem Obersaal hier im Rathaus, den wir als Saal für den Krisenstab eingerichtet haben, wo wir jeden Tag auch uns zusammenfinden, um die nötigen Beschlüsse zu fassen und auch mit den Gemeinderäten in Kommunikation stehen. Wir erleben seit ein paar Wochen Tage, die vermutlich niemand je von uns vergessen wird. Und noch wissen wir nicht, was noch auf uns zukommt und wie sich die Pandemie entwickelt und ob und wie unser Leben weiter eingeschränkt wird und wie lange die Einschränkungen noch bestehen bleiben. Eines aber kann ich heute schon sagen, die meisten Menschen in Tuttlingen verhalten sich vernünftig, einsichtig und ruhig. Die Straßen, unsere Parks und Plätze in unserer Stadt sind leer. So muss es leider sein und dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Mein Dank gilt aber besonders an die Menschen, die in der Krise weiter für uns da sind, die auch Tag und Nacht große Risiken für uns eingehen, alle, die im Gesundheitswesen, in den Kliniken, in den Pflegeheimen arbeiten, bei den Rettungskräften, bei den Ver- und Entsorgern und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einzelhandel. Und alle, die weiter am Arbeitsplatz gebraucht werden, die aber nicht das Privileg haben, im Homeoffice zu arbeiten. Sie sind es alle, die unsere Stadt, unsere Gesellschaft insgesamt weiter am Laufen halten. Ich denke aber heute auch an die, die in der Krise in Existenznöte gekommen sind, die Freiberufler, viele Unternehmer, die Gastronomen, die Händler, die Taxifahrer, die Künstler und viele mehr. Es wird eine Aufgabe für uns alle sein, für unsere Gesellschaft, für unsere Stadt, hier solidarisch zu sein, um die schlimmsten Härten zu vermeiden. Man sagt oft, dass man in Krisen den wahren Charakter der Menschen erkennt. Nun liegt es an uns allen, dass dabei vor allem die besten Seiten ans Tageslicht kommt. Ich hoffe und setze auf Sie, stehen wir gemeinsam dies alles durch, auf das, was noch auf uns zukommen wird, und bleiben Sie gesund.